Hallo und herzlich willkommen zum Lernvideo über die Extremstellen. Heute zeige ich dir, wie du Hoch- und Tiefpunkte eines Graphen berechnen und charakterisieren kannst. Zu diesem Zweck habe ich erstmal eine allgemeine Kurve mit jeweils einem Hochpunkt, der befindet sich hier, und einem Tiefpunkt hier vorgezeichnet. Hoch- und Tiefpunkte zeichnen sich dadurch aus, dass die anliegende Tangente an der Kurve bei ihnen die Steigung 0 hat. Das heißt, die Tangenten sehen dann etwa so aus. Das sind halt waagerechte Linien, die am Graphen anliegen. Hier und hier. Diese Tatsache liefert uns schon mal die notwendige Bedingung für die Existenz von Extrempunkten. Die waagerechte Tangente gibt nämlich den Wert der Ableitungsfunktion im Hochpunkt bzw. Tiefpunkt an. Das heißt, als notwendige Bedingung kann ich notieren, dass die Ableitung in diesen beiden Punkten jeweils gleich 0 ist, denn die Steigung ist 0. Und in der Ableitung stehen alle Werte für die Steigung. Hinzu kommt noch die hinreichende Bedingung. Falls die notwendige Bedingung erfüllt wird, kann ich mit der hinreichenden Bedingung die Art des Extrempunktes feststellen. Das heißt, durch die notwendige Bedingung kriege ich heraus, dass da entweder ein Hoch- oder Tiefpunkt ist, und durch die hinreichende Bedingung kriege ich weiterhin raus, welche Art vorliegt, entweder Hoch- oder Tiefpunkt. Dafür gucke ich mir mal die Kurve um meinen Extrempunkt an. Beginne ich mit dem Hochpunkt. Erst steigt mein Graph, dann fällt er, wie bei einem Berg. Das bedeutet, meine Ableitung hat um meinen Extrempunkt herum, das ist der x-Wert des Extrempunktes, erst einen positiven Wert, weil er erst steigt, und danach einen negativen Wert, weil die Kurve danach fällt. Das heißt, die Ableitung sieht so aus. Vor dem Extrempunkt steigt mein Graph, das heißt, die Ableitung ist positiv. Vor dem Extrempunkt steigt mein Graph, das heißt, die Ableitung ist positiv. Im Extrempunkt selber ist die Ableitung 0 und danach fällt mein Graph, das heißt, die Ableitung wird negativ. Um meinen x-Wert des Extrempunktes herum sieht meine Ableitung in etwa so aus. Für den Tiefpunkt sieht das Ganze genau umgekehrt aus. Dort fällt mein Graph zuerst, das heißt, die Ableitung ist erst negativ. Danach steigt der Graph, das heißt, die Ableitung ist positiv. Das Ganze sieht dann so aus. Was ich nun eingezeichnet habe, ist die Funktion der Ableitung um den x-Wert des Extrempunktes herum. Anhand dieses Aussehens kann ich nun feststellen, wie die hinreichende Bedingung lauten muss. Das heißt, meine Ableitung um den Extrempunkt herum fällt, wenn es ein Hochpunkt ist. Das heißt, die zweite Ableitung muss einen negativen Wert anzeigen, ist also kleiner als 0. Und um den Tiefpunkt herum muss die Ableitung einen positiven Wert anzeigen, ist demnach größer als 0. Das heißt, wenn ich mit der notwendigen Bedingung hier einen x-Wert erhalten habe, daraus folgt ein x-Wert, zum Beispiel x0, muss ich dieses x0 nehmen und in die zweite Ableitung einsetzen. Dafür gibt es dann, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Entweder der Wert ist kleiner als 0, dann handelt es sich bei diesem Extrempunkt um ein lokales Maximum. Oder der x-Wert ist größer als 0. Korrigiere, der Wert der zweiten Ableitung ist größer als 0, dann handelt es sich um ein Minimum. Zum Schluss fehlt noch der y-Wert. Dafür setze ich den x-Wert zum Schluss noch in meine Originalfunktionsgleichung ein und erhalte den y-Wert. Das heißt, der Extrempunkt EP, in meinem Fall abgekürzt, liegt dann bei x0 und y0 und kann konkret angegeben werden. Also, um einen Extrempunkt zu berechnen, wird zunächst die notwendige Bedingung überprüft. Das heißt, du setzt die erste Ableitung 0. Im Anschluss wird die hinreichende Bedingung überprüft. Das heißt, du setzt den aus der notwendigen Bedingung erhaltenen x-Wert in die zweite Ableitung ein, kriegst entweder einen kleiner 0-Wert raus für ein Maximum oder einen Wert größer 0 für ein Minimum. Zum Schluss wird noch der y-Wert bestimmt, indem du den x-Wert in die Originalfunktion einsetzt und erhältst deinen Extrempunkt. Ich hoffe, du kannst die Extremstellen von Funktionen jetzt besser berechnen, und wir sehen uns im nächsten Lernvideo.
Dieses Video wurde präsentiert vom Online-Lerncenter der Schülerhilfe. Viele weitere Videos, tausende Arbeitsblätter und vieles mehr findest du auf olc.schülerhilfe.de.